So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fragen über Fragen. Gut, dann gucken wir mal. Aber ganz ehrlich, das sollte man eigentlich alles zusammenbekommen. Ich meine, das ist ja hier nichts, wo wir irgendwie Mangelware haben. Diese Sachen hier zum Beispiel, genau, das kriegen wir locker zusammen, so da haben wir gar keine Probleme. Könnte die ewig dauern, weil Bronze ein bisschen wie legieren, und das dürfte eine Weile dauern, so viel zu legieren. Mal gucken. Achso, das Einzige, was natürlich wieder ewig dauern wird, ist das hier, ne? Wir brauchen... Genau, hier brauchen wir nicht wieder diesen Wassereimer. Jetzt schon gar keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Und wir brauchen eine ganze Menge weiße Pflanzen. Ja gut, oder das Zeug hier. Ja, irgendwo ist hier ein Monster. Ich weiß ja auch nicht. Müsste hier sein, oder? Ja, Respekt. Oder hier drunter. Der ist ja auch noch ein Loch. Hier. Da kann es natürlich auch sein. Ab und zu ist mir auch schon hier eins begegnet. Vielleicht sollten wir den Raum auch ein bisschen heller machen. Vor allen Dingen hier in der Mitte. Hier scheint es mir gerade schon dunkel. Machen wir hier hinter die. Ja, das ist hier vielleicht auch gleich ein bisschen heller. Wir müssen den Raum sowieso mal richtig ausleuchten. Hier sind ja überall noch die ganzen Fackeln. Normalerweise mache ich ja sowas hier hin. Wir haben den Raum nie richtig ausgeleuchtet, sehe ich gerade. Ja gut, das ist natürlich auch noch eine Sache, die wir machen müssen irgendwann mal. hier auch. Gut, ich meine, hier ist ja sowieso so ein eher so Rohbauraum. Gut, ich würde mal sagen, wir machen uns einfach mal drauf und dran und suchen mal die Sachen zusammen, die wir jetzt brauchen für zwei AKWs. Das heißt, wir brauchen das, wir brauchen... Wie gesagt, das ist kein Problem, das können wir dann nach und nach machen. Jetzt brauchen wir das Zeug hier. So, hier haben wir jetzt gesagt, wir brauchen... Muss ich mal nochmal ganz genau nachgucken. Wir brauchen 220 Betonblöcke. Wir brauchen für 220 Betonblöcke, müssen wir dann wieder durch 6 teilen, so dass wir da auf 37 kommen. Und für diese 37 brauchen wir also, genau, wir brauchen immer 3 und wir bekommen aber immer 3, das heißt, wir brauchen das Rezept auch 37 Mal. Das ist schon mal was Gutes. Das geht ja eigentlich voll. Gut, andererseits ist das alles für einen AKW, das heißt, wir brauchen das hier, 2 und 74 mal. Ja, müsste hinkommen. 74 mal brauchen wir das Ganze hier also. Klingt ja eigentlich überschaubar. Das Einzige, was nicht überschaubar ist, ist das hier. Das brauchen wir jetzt nämlich jetzt auch 74 mal. Ich schreibe mal die 74 hier nochmal in Klammern, damit ich hier... Ne? Ey, auf die Klammern vorzuheben. So was macht man nicht. So, das heißt, wir brauchen 74 mal weiße Farbe. Schwarze Farbe ist kein Problem. Schwarze Farbe kriegen wir direkt. Ist ja hier der ganze Kohlenstoff, den wir hier hinten drin haben. Können wir mal zweimal hier rausnehmen. Muss mal gucken, wie macht man schwarze Farbe da draus? Achso, extrahieren. Ja, gut, okay. Das kriegen wir hin. Extracting, Extractor, 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 Extractor. Ich blicke hier bei meiner Maschine nicht mehr durch. So. Das sieht schon mal gut aus. Ach. Da kommen immer 2 draus. Ah. Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, gut. Dann reicht einmal vollkommen aus. So. Weg damit. Haben wir wirklich noch Farbe oben? Wir hatten ja damals noch schon ein bisschen viel gemacht. Ah, nee. Da haben wir kaum was und hier haben wir kaum was. Okay. Brauchen wir also definitiv beides.
So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir am billigsten an weiße Farbe? Denn bei weißer Farbe brauchen wir ja auch 74 von. So, das heißt. Genau. 74 mal. Kriegen wir eigentlich hiermit echt gut hin. Ich meine, Knochen haben wir ja eine Menge, oder? Oh. Ich dachte, wir hätten mehr Knochen mittlerweile. Haben wir die alle schon verwendet, sag mal? Oh, guck mal, wir haben bereits Betonblöcke. Ah, okay. Das macht die Sache das einfacher. Muss ich auch mal gucken, haben wir hier noch irgendwo Knochenblöcke? Nee, ne? Hatte ich nicht irgendwo mal Knochenblöcke gefunden gehabt oder war das schon wieder im Singleplayer? Ach, ist das Kacke. Nö. Also für Knochen haben wir echt nur die, die hier drin sind. Also die paar. Beziehungsweise wir haben hier auch noch diese Blöcke, die können wir auch zu Knochen verwenden. Danke. Dann gib mal kurz das Zeug her. So, das heißt, wir haben bereits 51 Betonblöcke haben wir bereits. Das kommt natürlich unserem Ziel doch zugute. Das heißt, wir brauchen nicht 220, sondern wir brauchen bloß 170. Jetzt die Frage, haben wir auch noch Verbundsplatten? Da haben wir auch noch ein paar. Ja gut, okay, zwei. Gut, das brauchen wir nicht mitberechnen. Aber wir haben jetzt natürlich hier auch weniger, ne? Das heißt, wenn wir nur noch 170 brauchen, dann haben wir 170 durch 6. Das sind dann bloß noch 30. Bam. Also brauchen wir 60. Für zwei AKWs. Okay, das macht die Sache doch schon einfacher. Bist du. Ja, recht locker. Ah, nee, recht nicht locker. So. Ah, nee, wir brauchen 120. Hiervon brauchen wir, also wir brauchen das Rezept 70 mal. Das heißt, wir brauchen 70 mal das hier. Und für einmal das hier, da bekommen wir drei raus, brauchen wir also jeweils zwei Blöcke. Also brauchen wir doch 140. Dann brauchen wir doch noch ein bisschen. Ach komm, wir machen einfach alles rein. Let's go. So, das heißt, da haben wir schon mal den Farbstoff. Aber der Farbstoff ist ja bei weitem nicht alles, was wir brauchen. Zumal wenn wir halt den weißen Farbstoff ja auch noch machen müssen, fällt mir gerade mal auf. Warum bist du aus? Achso, weil es immer noch Nacht ist. Na, wobei, es wird gerade Tag. Okay, dann müsst ihr die Anlage bald wieder anspringen. Weil das Problem ist, jetzt das AKW anzuschmeißen, wäre dumm, weil wir wollen das AKW abbauen, um es zu verschieben. Von daher kann ich das jetzt nicht anschmeißen. Denn sonst ist das Ding wieder eine Woche lang unantastbar. Und ja, das wäre natürlich dumm. Deshalb müssen wir jetzt mit unserer Solaranlage auskommen. Die hoffentlich bald wieder anspringt hier. Ah, ja, es wird wieder langsam mehr. Warum 60 kW? Ach, scheiße, unsere Zentrifugenanlage unten läuft ja auch jetzt auch. Hätte man bloß diesen Scheiß nicht reingeschmissen. Ja, da ist schon ganz schön viel im System. Die Anlage läuft ja jetzt auch die ganze Zeit mit. Okay, das ist deprimierend. Können wir hier nicht einfach. Ja, guck mal, da kommt jetzt das nächste. Können wir hier nicht einfach die Anlage abschalten? Problem ist halt, Kabel durchtrennen bringt halt gar nichts. So, das ist halt das Problem. Ja gut, das dauert halt ein bisschen länger. So viel brauchen wir von der Anlage nicht. Ist ja bloß ein bisschen Farbe einfärben, so. Von daher. So, müssen schon 140 sein, ne? Ja. Gleich. Mhm.
So, und hiervon brauchen wir dann 70. Das heißt, für 70 durch 4 sind ungefähr 20. Machen wir also einfach 20 rein, dann passt das auch. So, der Rest kommt wieder zurück in unsere obere, in die obere Kiste. Wobei. Nee. Haben wir echt nur hier. Okay. So, kommst du zurück. Ja, aber auch noch mal ein bisschen. Können wir auch gleich mal hier einarbeiten. So, kommt das auch mit in die Kiste. So. Aber hier wieder schön viel von dem Stuff, was wir eigentlich nie nutzen. Ne? Irgendwie, ja. Wir müssen sowieso mal wieder öfter Feldarbeit machen. Ich meine, gut, haben wir jetzt letztens erst gemacht, von daher. Aber trotzdem, so im Allgemeinen machen wir es relativ selten. Und ich merke auch, dass wir uns die ganze Zeit nur noch vom Brot ernähren. Ist auch sehr einseitig, wenn ich das mal so sagen darf. Naja. So, bist du denn fertig jetzt? Jetzt würde ich die Anlage unten einfach abschalten, ey, aber leider geht das nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Weil Kabel durchtrennen hat ja letztens relativ nicht gebracht. Okay, gut, dann können wir mal aufs nächste konzentrieren. Also Farbe haben wir jetzt. Das hier haben wir jetzt also. Das nächste wären also diese Dinger. Da brauchen wir also 60, brauchen wir 120 von. So, 120 durch 6 sind also wieder 20. Das heißt, wir brauchen das hier, also 20 mal 3, 60 Stahlbarren. Das ist ja problemlos machbar. Halt, falsche Etage. Hier. 60 Stahlbarren ist ja ein Witz. Bom. 20 habe ich gesagt. Geben wir mal 24. Ah, nee, halt. 60 brauchen wir ja. Ah, komm, hier so. Bam. So. Und schon haben wir davon 120 Stück. Vielleicht hatten wir davon sogar noch welche, dann haben wir jetzt wieder umsonst, egal. Du kommst mal nach da, du kommst auch da, ganz ehrlich. Kommst da. So, du wieder zurück. Bom. Okay, dann haben wir schon mal die Dinger. Als nächstes brauchen wir 120 mal Kies und 120 mal Sand. Auch das ist überhaupt kein Problem. Kies Kies und 120 Sand. Wovon haben wir, oh, hiervon haben wir viel mehr. So, haben wir 120 mal Kies und 120 Sand. Ich pack das mal wieder hier rein, alles, weil unser Inventar wird schon wieder ganz schön voll. So, haben wir jeweils 120 mal. Bam. Ja, das war's eigentlich alles. Brauchen wir bloß noch die Farbe. Cool. Die müsste auch bald mal fertig sein hier. Das dauert, ey. Oh, wie viel? Oh, okay, gut, das ist. Ja, gut, dann war zwei ganze Stacks voll. Wesentlich mehr als wir brauchen, aber gut. So, und dann schmeißen wir da mal die ganze Farbe rein. Na komm. Komm schon. Du Alter. Danke. So, das brauchen wir. 140 mal. So. Hey, ja eben. Wieso? Nee, 60 mal brauchen wir es ja. Bin ich jetzt blöd? Also wir brauchen das hier 60 mal. Das heißt, wir brauchen das hier 60 mal. Wir brauchen also das hier 60 mal. Brauchen wir also hier das 60 mal? Brauchen wir auch wieder 3 und bekommen aber auch 3. Also brauchen wir auch das hier wieder 60 Mal. Und hier brauchen wir ja bloß 2. Also brauchen wir 120, nicht 140. 140 war ja noch das alte Rezept. So, jetzt können wir also hier. So, reicht das aus? Genau, wir brauchen alles immer 120 Mal. Voll witzig. So, die schwarze Farbe kommt also den Rest hier rein. Jetzt haben wir da ordentlich einen Vorrat. Ganz ehrlich, hier können wir wirklich hier. Oh ne, lass noch dran. So, das heißt, dann haben wir. Ja, das heißt für die Beton.
Haben wir eigentlich alles. Gut, außer Wasser. Das mit dem Wasser wird halt noch richtig hässlich. Weil wir brauchen hier jedes Mal einmal Wasser. Ach nee, ah, guck mal, wir brauchen hier auch noch das Zeug. Das heißt, wir brauchen nochmal 60 mal Erde. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na komm, das können wir hier drin lassen. Was ist eigentlich hier mit Silbersand? Warum haben wir so viel Silbersand? Der Silbersand kann weg. Der braucht keine Sau. So. Da. Kunststoffplatten, Alter, wir brauchen so einen Scheiß. Die hatten wir jetzt hier drin, ne? Genau, Kunststoffplatten, weg damit. Pneumatik-Tubes, kommen da oben mit rein. So. Haben wir überhaupt ja alles 444 schon wieder für ein Stuff dabei? Alter. Ist da hier schon wieder unser Inventar so voll gemüllt mit irgendwelchen Scheiß? So. Schon besser. So. Jetzt brauchen wir noch einen Wassereimer. Dann kommt wieder die langweiligste Phase, die das ganze Wasser immer holen. So Gott, Alter. Freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, eine Maus. Süß. So, Werkstoffplatten. Die Dinger hier. Was brauchen wir? Also genau, was brauchen wir überhaupt da? Überhaupt da? Wir brauchen 176 Verbundsplatten. So, für eine Verbundsplatte braucht man das hier. So. Das heißt, wir brauchen das hier durch 9. 176 durch 9. Kommen wir bei 20 raus. So. Das heißt, wir brauchen das alles 20 Mal. Das heißt, wir brauchen jedes von diesen Barren 60 Mal. So, 60. Hallo? 60 Zinnbarren. Na 60. Schmiedeeisenbarren nicht verwechseln, ne? Sonst gibt's sie wieder auf die Keule. So, dann brauchen wir 60 mal Bronzebarren, da gucken wir gleich. Und Edelstahlbarren, oh, Kacke. Muss ja beides legiert werden. Haben wir davon schon irgendwas? Nee, ne? Hey. Ah, zweimal Bronze und na gut, immerhin neunmal Edelstahl. Egal, ist das ja. So, das heißt, wir brauchen für Edelstahlbarren brauchen wir Stahlbarren und Kohle, ne? Ach nee, brauchen wir. Moment schon mal. Edelstahlblock, ah, lol. Ja gut. Genau, brauchen wir. Fünfmal, also brauchen wir das Ganze 12-mal. Wir brauchen also das hier 12-mal, das heißt 12-mal Chrom. Chrom, da. Zwölfmal Chrom und 48 mal Kohlenstoffbarren. Oh genau, die müssen wir, der muss wieder hier Kohlenstoffbarren. So, brauchen wir also 48 mal 21 haben wir bereits. Ja, passt ja perfekt. So, 48 davon und 24 mal Kohlestaub. So, dann haben wir schon mal Legierofen. Oh! Okay. Okay. Hä? Was sollte man damit machen? Warum haben wir so viel Scheiße hier drin? Haben wir irgendwas vergessen, was wir bauen wollten? Wie
Ist ja apropos vergessen. Ich glaube, ich wollte noch irgendeine Mail vorlesen. Nee, wollte ich nicht, okay. Aber mich hat trotzdem einer per Kommentare darauf hingewiesen, dass wir unsere HV-Batterien durchaus wieder einbauen könnten, weil die HV-Batterien sind natürlich vorzüglich, diese beiden, sind natürlich vorzüglich, um sehr schnell unsere Geräte aufzuladen, weil die natürlich wesentlich schneller unsere Geräte aufladen als die MV-Batterien. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wahrscheinlich hatten wir die beide auch genau deswegen. Ja. Können wir also dann bald wieder einbauen? Sobald wir die ganzen Trafos wieder eingebaut haben. Wie sind das eigentlich? Die Trafos? Da hatten wir, da haben wir jetzt noch 10 Stück über, ne? 10 Stück müssen. Weil wir hatten ja 20 gebaut gehabt damals. Die müssen auch alle noch drin rumliegen, ne? Ich sehe keine. Hallo? Ach doch, hier. Genau. Ja. Sehr gut. Weil die werden ja hier auch wieder eingebaut, sobald das weiter AKW steht, ne? So, mal ganz kurz gucken, mal ganz kurz überlegen, was soll ich jetzt eigentlich gerade machen? Genau, liege hier offen. Tu doch rein. Ja, was wir hier mitmachen wollten, ich habe keine Ahnung. Warum haben wir die alle? Du schaffst es! Kamatrayo! Hm? Ach nee, der braucht ja immer drei, ne? Ah gut, aber mein. Aber ist das nicht schon. Ah nee, Fink. Schade. So, ich pack die hier erstmal hier rein. Keine Ahnung, was wir daraus machen wollten. Ja, keine Ahnung. So. Edelstahlbarren. 60 Stück. Da wären Kohlenstoffbarren draus und die Kohlenstoff muss ich dann mit dem. Wie war das jetzt? Ach, mit den Chrombarren, genau. Genau, hier brauchen wir ja 12 Stück von. So, plus die 48, die dann hier rauskommen. Dann packe ich die anderen auch schon mal weg. Sonst verwirrt mich das Ganze nur. So, dann haben wir schon mal das. Das heißt, aus dem, was hier rauskommt und das, was wir im Inventar haben, können wir dann die Dinger machen. Als nächstes brauchen wir dann die Dinger hier, Bronzebarren. Verdammt, wie viel? Genau, hier brauchen wir auch wieder 20 von. So, 20 Bronzebarren. Das heißt, wir machen 24, also das hier dreimal. Da brauchen wir dreimal Zinn. Dreimal Zinn. 1, 2, 3. Und 21 mal Kupfer. Ah, noch die Hälfte. Lol. So, dann können wir das schon mal in den zweiten Likierofen schmeißen. So. Und das hier können wir eigentlich schon mal. Oh, schon ein bisschen anschmeißen. Ach, die Maschine, die Anlage hat ja einfach viel zu wenig Strom. Ich bin schon echt drauf und dran, einfach das AKW doch nochmal anzuschmeißen. Problem ist halt, da können wir erst in einer, also in, bei mir, in frühestens der nächsten Aufnahmesession, denn hier anfangen, hier umzubauen, weil, wie gesagt, das Ding läuft dann ja wieder eine Woche. Also schwierig. Von daher möchte ich jetzt ungern das AKW in Betrieb nehmen. Eine Scheiße. Warum habe ich dort die Sachen reingepackt? Das ist doch dumm. Das ist doch dumm, was ich hier gemacht habe. Kann ich nicht einfach alle wegnehmen und dann müsst ihr jetzt irgendwann merken, dass hier keine Verbindung mehr ist?
Vielleicht ist einfach eins wegnimmt zu wenig, I don't know, also im echten wäre es nicht, aber ich keine Ahnung, vielleicht erkennt es die Mod nicht, weil sie so komisches Aktualisierungsraster, ich habe keine Ahnung. Ich frag mich nicht. Diese Mod, die macht sowieso ganz komische Sachen. Ich bin froh, dass das jetzt hier funktioniert. Von daher, ja. Ja. Jetzt haben wir hier wieder 8. Können wir da reinschmeißen und dann hier wieder 2 reinschmeißen. So. Okay, dann können wir uns jetzt langsam um den Beton kümmern. Das heißt, wir brauchen das hier. Haben wir schon. Du kommst mal da weg. Du kommst weg. Du kommst weg. So. Die ganzen Sachen in den Kisten brauchen wir, plus die ganze Farbe in den Kisten. Ah ne, erstmal genau. Erstmal machen wir das hier. Das heißt, wir brauchen erstmal nur den Sand, die schwarze Farbe und die weiße Farbe, die beim Extraktor ist. Was? Hä? Moment mal. Ach, fertig. Nein, never mind. Dankeschön. Das ging ja schnell. Gut. So. Leider kann man sich keine Favoriten irgendwie anlegen oder so. Das heißt, hier nicht, ich mich komplett durchklicken muss. Genau, Dunkelfarbstoff muss ich erstmal machen. Das heißt, du nach da. Du nach da und du nach da. Bam. 180 Mal. Müsste genau passen. Restlichen weißen Farbstoff kann ich direkt hier rein wieder. So, und jetzt heißt es der langweiligste Job ever. Du nach da. Du nach da. Ach, Scheiße. Du nach da und du nach da. So, und jetzt kommt hier immer dieser Wasser. Das Ganze müssen wir also 60 Mal machen. Dauert ja zum Glück überhaupt nicht lange. Ey, wir haben schon 4 Mal. Wow, wir haben schon voll viel. Das geht ja schneller als gedacht. Das ist ja. Ey, wir haben sogar schon ein Viertel. Ein Zehntel. Das kann sich nur noch um Jahre handeln. Oh mein Gott. Noch 50, Leute. Noch 50. Und wir haben Viertel geschafft. Die Strecke geht doch voll schnell. Ach, ich möchte sterben, Alter. Und wir haben Drittel geschafft. Wupp, wupp. Es geht ja ab wie am Fließband, Leute. Meine Maus hier, Alter. Immer hier. So. Was jetzt? Achso. Dass es dort kein besseres Rezept gibt, Alter, wo man hier nicht 20.000 Mal das hier machen muss. Das ist schon echt heftig. Und wir haben die Hälfte geschafft. Es geht ja eigentlich voll. Wenn wir nur ein KW, AKW brauchen würden, dann wären wir jetzt schon fertig. Also. Halt, stopp, jetzt rede ich. So. Sag mal, wie sieht es jetzt noch da?
Hä, was ist denn los mit dir, Amanda? Wieso geht der nach da, Schatz, nach da? Hier ist doch bereits ein angefangener Stack. Och, Leute. So kommst du halt nach da und du nach da. So, bitteschön. Das ist ja dumm. Diese komische Alles-Schaltfläche scheint ganz schön komisch zu sein. Weil normalerweise wird ja der erste angefangene Stack genommen. Und nur wenn kein angefangener Stack mehr vorhanden ist, dann wird erst der nächste freie genutzt. Aber der hier scheint irgendwie anders zu arbeiten. So ganz kurios. So ganz, ganz kurios. So, wir haben Viertel geschafft. Drittel geschafft. Drittel brauchen wir bloß noch, meine ich doch. Und wir brauchen uns noch ein Viertel. Oh mein Gott, wir nähern uns dem Ende. Leute, langsam kommt ja auch Routine rein bei mir hier. Jetzt, wo wir fast fertig sind. Auch wenn das ganze Geklicke mir echt hier gerade voll auf die Eier geht. Aber ey, wir haben es gleich geschafft. Bis dahin müssen auch unten die ganzen Legierungen durch sein. Halt, doch, so richtig. Digga, und unser Teich ist hier gleich leer. Also wenn der Meeresspiegel ansteigt, kein Problem. Ich senke ihn gerade wieder. Nur für euch. Puh, das war ja mal eine Aktion. Aber hey, das ging eigentlich voll schnell. Ich meine, ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber das waren vielleicht gefühlt 5 Minuten. Gut, gefühlt, wie gesagt, ne? Ja. Gut, dann haben wir schon mal 180 von dem Zeug. Dann brauchen wir überhaupt 180? Doch, genau, ja, genau, brauchen wir 180. Ja, dann soll es das mit der Folge gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.